Servus Leute, heute habe ich für euch die FAQ zu Fallout. Wir werden heute die meistgestellten Fragen einmal durchgehen. Wann fielen die Atombomben in Fallout? Die Atombomben fielen am 23. Oktober 2077. Sie läuteten somit den Großen Krieg oder auch den Dritten Weltkrieg ein. Wie viele Vaults gibt es? Insgesamt gibt es 122 Vaults. Wir haben auch hierfür für euch ein extra Video, was nur die ganzen Vaults erklärt. Also schaut gerne mal in unserem Kanal nach. Hat die Serie Fallout etwas mit den Games zu tun? Die Serie spielt im Fallout-Universum, ist aber nicht basierend auf einem der Spiele. Zeitlich eingeordnet ist es 9 Jahre nach Fallout 4. Wie groß würde ein Vault im echten Leben sein? Ein Vault hat ungefähr 5 Etagen mit einer gesamten Fläche von 9300 Quadratmetern und bietet somit Hunderten von Menschen Platz. Wer sind in Fallout eigentlich die Guten? Ich glaube, die Frage ist ein bisschen subjektiv, aber ich versuche sie euch mal weitestgehend zu erklären oder zu beantworten. Die Menschen an der Oberfläche an sich tun ja eigentlich alles fürs Überleben. Ich weiß jetzt nicht, sie tun viel Gutes, viel Schlechtes, aber im Gesamten geht es eigentlich hauptsächlich ums Überleben. Es gibt verschiedene Fraktionen, aber sie lassen sich an sich jetzt nicht als die Guten einordnen. Die Vault-Bewohner und somit Vault-Tec scheidet meiner Meinung nach komplett aus, da sie überhaupt erst die ganze Situation geschaffen haben. Ich meine, man kann ein bisschen über die Hintergründe diskutieren, ist es moralisch verwerflich oder einfach nur ein bisschen tieferer Bösewicht, weil er versucht ja somit auch irgendwie diesen Kalten Krieg zu beenden, aber ich bin mir da nicht ganz sicher. Also, ich würde sie definitiv zu den Bösen einordnen. Mit den Guten haben die nicht viel am Hut. Das sieht man auch an dem ganzen Vault-System. Die stählere Bruderschaft verfolgt auch eher eigene Interessen und sammelt Relikte aus alten Zeiten, auch wenn sie vielleicht mal hier und da für Recht und Ordnung sorgen. Aber ich glaube, jetzt insgesamt sind sie jetzt auch nicht als die Guten einzuordnen, auch wenn sie jetzt vielleicht sogar in der Serie jetzt nicht als böse dargestellt werden. Meiner Meinung nach zählt New California Republic zu den Guten, weil sie versuchen mit der kalten Fusion eigentlich wieder eine Gesellschaft zu errichten und neu aufzubauen. Daher würde ich sagen, sind sie in der Serie eindeutig den Guten zuzuordnen. Können Ghule für immer leben? Theoretisch könnten Ghule für immer leben. Ob es jetzt in der Praxis funktionieren wird, ist eine andere Frage. Aber das Ghul-Sein hat ja auch nicht nur Vorteile. Auch wenn die Strahlung für einen egal ist oder man toleranter zu Drogen ist und viele Verletzungen einfach wieder heilen. Aber sie sind halt auch impotent. Irgendwann wird man doch zerfallen oder rasend werden. Von daher, weiß nicht, ob sie für immer leben könnten. Bisher haben wir es nicht gesehen. Das Einzige, was wir jetzt natürlich gezeigt bekommen haben, ist der Hauptdarsteller mit seinen 200 Wattstichjahren. Wer ist eigentlich Mr. Handy? Er ist ein multifunktionaler Roboter, entwickelt von General Atomics International. Man sieht ihn auch als ersten Charakter in Fallout 4. Also auch hier haben wir eine kleine Parallele zwischen Games und der Serie. Was ist das Wasteland? Als Wasteland oder zu Deutsch auch Ödland wird der Großteil der postnuklearen Umwelt in Fallout bezeichnet. Generell lässt sich sagen, ja, ein Ödland ist halt eine Sache, wo ein Gebiet, wo nichts mehr wächst oder auch alles vergiftet ist. Eigentlich kein idealer Lebensraum. Wer ist der Hund in Fallout? Im Game heißt er Dogmeat und ist euer Begleiter. In der Serie wird er CX-404 genannt. Wo spielt die Serie Fallout? Ich denke, für die Leute, die die Serie komplett schon geschaut haben, sollte es relativ klar sein, gerade da man gegen Ende dann doch das Observatorium von Los Angeles erkennt und somit auch den schönen Panorama-Ausblick auf die Stadt. Was sind eigentlich die gefährlichsten Kreaturen in Fallout? Ich denke, wir haben hier ein bisschen die Auswahl. Es gibt relativ viele, ob sie jetzt in der Serie vorkommen oder nicht. Aber wir haben die Ghule, die definitiv mit ihrer Raserei ziemlich starke Gegner darstellen. Außerdem heilen sie sehr viele Wunden und sind schwer zu töten. Dann haben wir die Todeskrallen, die Galper und auch die RAD-Skorpione. Ich denke, das ergibt so eine ganze Summe an relativ gefährlichen Kreaturen. Es gibt bestimmt auch noch ein paar mehr, aber wir müssen uns hier auf ein paar festlegen. Ich denke, es ist eine gute Auswahl und sollte auf alle Fälle
die Gefährlichkeit des Fallouts-Universums widerspiegeln. Wann spielt die Serie Fallout? Ich habe euch ja eben schon erzählt, dass die ersten Bomben im Jahr 2077 fallen. Das ist natürlich auch der Start der Serie. Danach gibt es einen relativ großen Zeitsprung von 219 Jahren, wodurch die restliche Story im Jahr 2296 spielt. Warum sieht die Fallout-Serie aus wie in den 50ern? Viele Techniken, die wir aus unserer Welt kennen, wurden in Fallout nie entwickelt. Und die Serie richtet sich stilistisch nach der Nachkriegszeit und deren Kultur in den 50ern. Sie wurde da einfach von inspiriert. Man sieht es in den Games, in der Serie. Es zieht sich als roter Faden einfach durch das Ganze durch. Gibt es eigentlich noch Pferde in Fallout? Leider gibt es weder in den Spielen noch in der Serie Pferde. Welcher Kampfanzug wird in der Serie verwendet? In der Serie wird der T-60 Power Armor Suit von den Rittern verwendet. Wie wird man zum Ghoul? Hier kann ich euch auch einerseits nur unser Video auf dem Channel empfehlen. Auch dort erklären wir, wie der Ghoul genau entsteht. Ich sag's euch nochmal in aller Kürze. Ghoule sind an sich mutierte Menschen, die zu viel Strahlung abbekommen haben und einfach dadurch das ganze menschliche Chromosom mutiert ist und der Ghoul entsteht. Kommen wir zu einer der wichtigsten Fragen überhaupt meiner Meinung nach. War Bethesda in die Entwicklung der Serie eingebunden? Todd Howard und Jonah Nolan haben den Anschluss zur Serie ins Rollen gebracht. Todd Howard ist der Game Director und Executive Producer bei Bethesda. Jonah Nolan ist Drehbuchautor und hat zum Beispiel auch Westworld und Person of Interest empfunden. Das Ende der Fallout-Serie lässt einige Fragen offen. Wohin verschwindet Hank, der ja doch eindeutig zu dem Bösen gehört? Wie heißt die neue Stadt, in die er sich begibt? All das beantwortet uns eigentlich auch schon die Serie. Wir müssen nur die Hinweise richtig deuten. Hank klaut sich ja den Power Armor Suit und flieht vor dem Kampf. Wir haben dann gegen Ende hier diese geile Szene mit dem Sonnenaufgang, wo Hank durch die Wüste streift. Wir schon mal einen Todeskrallenkopf sehen, was uns auch darauf hoffen lässt, dass dieser in Staffel 2 endlich auftaucht. Mit dem Abschluss schaut Hank auf eine Stadt. Diese ist anscheinend auch schon besiegelt, aber um welche könnte es sich da handeln? Und für die Spieler von Fallout New Vegas ist dieses natürlich nichts Neues. Auch der Abspann verrät uns nochmal, dass es auf alle Fälle Fallout New Vegas sein soll, weil hier kriegen wir schön das Stadtschild präsentiert. Also wird Staffel 2 auf alle Fälle auch in New Vegas spielen. Aber was will Hank eigentlich in New Vegas? Wie wir aus dem Spiel Fallout New Vegas wissen, lebt in New Vegas Robert House. Er ist der Leiter von Robco Industries und er ist ja einer der Drahtzieher. Man sieht ihn auch am Anfang der Serie mit in den Geheimbesprechungsräumen sitzen. Also, wir dürfen gespannt sein, wie es dort weitergeht. Was passiert eigentlich in Staffel 2 mit Norm? Norm taucht ja in die verschiedenen Vaults 32, 33 und 31 ein und stellt fest, dass das komplett unterschiedliche Systeme sind. Nachdem er am Ende in Vault 31 eindringt und dort nur noch Bud fortfindet, sieht er ja, dass alle Vorstandsmitglieder von Vault-Tec sich dort in Kryoröhren befinden und auch sein Vater Hank dort herstammt. Für ihn bleibt ja am Ende nur noch die eine Möglichkeit, sich selber in eine Kryokammer zu begeben, um nicht elendig zu verhungern. Daher bleibt die Frage, was passiert mit ihm in Staffel 2? Wird er wiedergefunden? Weil auch seine Vault-Mitkollegen müssten ja nach ihm suchen. Also wir dürfen gespannt bleiben, was mit Norm in der zweiten Staffel passiert. Was wird in Staffel 2 oder folgenden Staffeln mit den Vault-Managern passieren? Bisher wissen wir eigentlich noch gar nicht so viel dazu, außer dass zum Beispiel am Anfang im War Room von Westec die Rede ist, dass man ja mit illegalen Immigranten sogenannte Supermutanten-Soldaten kreieren könnte. Das heißt, wir könnten eigentlich gespannt sein, ob in Staffel 2 wir nicht schon diese Supermutanten-Soldaten bekommen und dadurch auch der Auftritt von Westec stattfinden wird. Welche Fraktion in der ersten Staffel von Fallout bisher noch gar nicht gezeigt wurde, aber für das Spiel extrem wichtig ist, ist das Enklave. Aber was ist denn das Enklave jetzt nun? Das Enklave ist eine Schattenorganisation.
Sie lebt auf einer Bohrinsel, als wäre nie etwas passiert. Sie haben eine ganz normale politische Struktur. Das heißt Präsident, Repräsentanten und was alles noch dazugehört. Aber was ist überhaupt das Ziel dieser Organisation? Eigentlich ging es darum, sogenannte echte und reine Menschen auf einen anderen Planeten zu bringen und dort das Überleben zu sichern. Das heißt, sie waren auch im direkten Kontakt mit Voltec und wollten sich auf den GAU vorbereiten. Der Versuch, das Raumschiff zu bauen, ist allerdings gescheitert, woraufhin das Hauptquartier auf einer Ölplattform aufgezogen wurde. Aber was genau ist das Ziel des Enklaves? Sie wollen eigentlich den gleichen Status wie vor dem GAU. Allerdings ohne irgendwelche Menschen oder Mutanten, die Strahlung ausgesetzt waren. Das heißt, es wird Wert gelegt auf den reinen Menschen. Langfristig werden sie dadurch irgendwie versuchen, die Welt nochmal zu reinigen. Das heißt, ihr Hintergrund ist definitiv terroristisch. Sie schreckt auch nicht davor, an Menschen oder Tieren Versuche durchzuführen. In der Fallout-Serie ist zu sehen, wie die Enklave mit Hunden experimentiert. Außerdem mit Ghoulen, mit Supermutanten. Es geht auch um Energiegewinnung, zum Beispiel die kalte Fusion. Also es werden sehr viele Drähte im Hintergrund gezogen. Aber warum ist diese Fraktion jetzt auch sonst noch so wichtig? Und zwar, die Spieler von Fallout 2 und 3 sollten es wissen, denn dort ist es eine zentrale Rolle, diese Organisation zweimal zu zerschlagen. Deswegen können wir gespannt sein, ob sie nicht in Staffel 2 auftauchen, weil es ist ein zentrales Element, das momentan noch an der Serie fehlt. Ich hoffe, ich konnte euch ein paar Fragen beantworten. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Abo da und schaut euch unsere anderen Videos an.